Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es um drei Punkte, die wir eventuell bei erfolgreich sein wollen, oft vergessen, außer Acht lassen. Den einen vergleiche ich mit dem Hefeteig. Die Kenner unter euch, die Bäcker unter euch wissen, es braucht Zutaten, die zusammengemischt werden und dann braucht es eine größere Schüssel, wo sich etwas entfalten kann sozusagen. Ein ruhiger Ort, da soll es nicht zugig sein, erinnere ich noch von Mutti. Ich bin nicht so eine große Bäckerin. Und dann wurde da über die Schüssel ein Tuch gelegt und dann konnte man nichts mehr machen. Dann ging der Hefeteig auf. Also, wo immer du erfolgreich sein möchtest, gibt es einen Zeitpunkt, wenn du alles zusammengepackt hast, wo du abwarten musst, wo du nichts in dem Moment tun kannst. Eine gute Atmosphäre schaffen, alle Zutaten zusammen und dann nicht stören, nicht permanent gucken, sollte ich vielleicht doch noch mal kneten oder so. Das ist kontraproduktiv. Wir wissen auch, das Gras, an dem man zieht, wächst nicht schneller. Aber das ist ja nur die eine Seite. Hier ist für mich auch noch da drin Zutaten. Ja, da kommt vieles zusammen. Das bringen wir zusammen. Das war vorher noch nicht zusammen. Ja, das ist unsere Idee. Das ist unser Plan, unsere Handlungen oder so, was da alles dazugehört. Und dann die Ruhephase. Okay, der zweite Punkt, wo immer man den jetzt ansiedeln will, also ist, man könnte sagen, Langeweile schafft Kreativität, also ist ein Kreativitätspool. Das heißt, also das auch nochmal im Hinterkopf ruhen zu lassen. Das mag vorher sein, es mag aber auch nochmal hinterher sein. Also, was meine ich damit? Das sind diese Sachen, wo etwas in mir noch wächst und entsteht oder vielleicht auch neu sortiert wird oder so etwas. Sich dessen bewusst zu sein, also bei mir ist es ganz oft vorher, dass ich sage, ja, ich muss damit erstmal im Hinterkopf spazieren gehen. Also dann ist da schon ein Funke gesetzt, dann ist da schon eine Begeisterung, dann ist da schon etwas da, was aber noch unausgegoren ist. Das packe ich aber auch oft noch mal nach dieser Hefeteigphase, also wo da ganz, ganz viel zusammengemischt ist, schon, dass ich also diese Ruhephase da auch nutze. Oder stellst du noch mal was Neues zusammen? Oder fehlt noch was Wichtiges? Also da den Hinterkopf arbeiten zu lassen in einer Langweilephase. Also ich glaube, Langeweile für mich ist nicht, ich tue lustvoll etwas anderes. Langeweile ist etwas, da will ich raus. Das finde ich unangenehm, das finde ich pieksig. Da kann man übrigens sogar in einer Studie nachweisen, dass das die Kreativität fördert. Also man hat Studenten, die natürlich nicht wussten, wie jetzt hier irgendwelche Experimente laufen, stundenlang sich langweilen lassen. Die hatten nichts, womit die sich da ablenken konnten oder so etwas, Handy und was weiß ich, alles weg. Und man hatte eine andere Gruppe, die vorher, was weiß ich, da entweder sich sportlich betätigen konnten oder da Denkaufgaben lösen sollten oder irgendwie so etwas. Also die hatte man beschäftigt, nicht überstrapaziert, überhaupt nicht, sondern beschäftigt, sie hatten keine Langeweile. Die zwei hat man zusammengepackt und die, die Langeweile hatten, die waren um 40% effektiver im Lösen von Problemen. Also was sie dann da als Aufgabe gesetzt bekamen. Also da weiß man schon, Langeweile ist etwas, ja, ich habe selber drei Kinder, langweilige Kinder, Nerven ohne Ende. Aber da als Elternteil mal durchzugehen und nicht alles durchzutakten und sagen, möchte dir hier was einfallen und da könntest du da was vielleicht machen, nur mal sowas als Idee reinwerfen. Und dann laufen die meistens schon weiter, also mit wenig Spielzeug oder mit wenig Sachen, die so vordergründig Spielzeug sind,
etwas machen zu können, was weiß ich, mit Tanzzapfen, mit Steinen am Strand, mit Muscheln suchen, mit, also diese ganzen Sachen, oder bauen vom kleinen Floß aus Stöckern und sowas alles. Das entsteht dann aus Langeweile. Also das ist dieser Kreativitätspool, den ich meine, den man in unterschiedlichen Phasen dieses Projektes durchaus einbauen kann. Und nochmal ein dritter Aspekt, den hatte ich mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren aus dem Tennis abgeguckt. Da war ein sehr erfolgreicher Tennisspieler, der mit einem Platz, wo Grand Slam Turniere, verzeiht, dass ich das alles nicht so wirklich gut weiß, Turniere ausgetragen worden, Flushing Meadows in New York, war so laut, ist vermutlich immer noch so laut, weil die Flugzeuge da so drüber fliegen. Und da war er immer ja vergleichsweise schlecht. Und dann hat sein Trainer ihm gesagt, du musst den Platz lieben lernen. Und das kann man so salopp ja sagen, aber ich habe ja diese Probleme auch durchaus im Alltag. Also ich glaube, jeder versteht es, wenn ich das, ich muss noch Steuer machen, Beispiel bringe. Das war bei mir, ich weiß ja, ich muss noch Steuer machen. Also dieses, und dann wurde da nochmal angemahnt und sowas. Ich musste eine Riesenhürde in mir überwinden, um dann endlich die Steuer zu machen. Ich meine, ich wusste, ich muss sie sowieso machen. Ne? Ich war heute, wenn ich da zurückgucke, ist das ein bisschen erstaunlich, wie schwer ich mich getan habe. So, und dann hatte ich Gott sei Dank mal so ein Geistesblitz und dann fragte ich mich, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen, ist es das, was du willst? Nee, ich rufe jetzt auch nicht Halleluja, ich darf Steuern machen, sondern es gehört dazu. Ich muss nicht mehr Kraft aufwenden, um diese Schwelle zu überwinden. Das ist weg. Also dieses Lieben-Lernen habe ich jedenfalls so interpretiert, vielleicht hat das der Tennistrainer da auch ganz anders gemeint. Guck mal, wo Teile von dem, was dich erfolgreich machen wird, wo du hin willst, das kann ja, das muss ja gar nicht was Berufliches sein oder was Monetäres, sondern das kann ja auch was, du willst da einfach eine tolle Freundin, ein toller Freund sein oder so etwas. Also guck mal so ganz generell, wo willst du hin? Oder sportlicher oder gesünder oder was weiß ich. Und was könnte da dein Flushing Meadow sein, da drin bin ich immer nicht so gut. Und da, also wenn ich wegknicke, dann an der Stelle oder so, wie könntest du das lieben lernen? Wie könntest du es schaffen? Wie könntest du es anders benennen, dass du da nicht diese erhöhte Kraft aufwenden musst? Also nochmal die drei Punkte zusammen. Einmal der Hefeteig. Ja, wir packen die Zutaten zusammen und dann braucht es eine gewisse Zeit, um zu entstehen. Dann an verschiedenen Stellen des Projektes, am Anfang, in der Mitte, am Ende auch nochmal oder so, in den Hinterkopf, in eine Art Kreativitätspool aus Langeweile heraus oder so etwas schauen, was ist da machbar. Und schau mal, ob diese Punkte was für dich sind. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.